Man sagt ihm täglich, was es tun soll, um dem Wachstum treu zu dienen. Denn das Wachstum sei der neue Gott, geschaffen von Maschinen. Und wo gerade noch so ein Menschlein sein Brot mit Arbeit sich verdiente, der steht heute anstatt seiner eine herrliche Maschine. Das Menschlein schaut erst irritiert, dann wird es wütend und am Ende wird es aufs Sofa abgeschoben und versumpft dort recht behende, wird vom Rest der Welt vergessen, sitzt nur noch rum und lamentiert, während die herrliche Maschine derweil das Wachstum generiert. Es geht nicht um dein Stück vom Kuchen, auch das Rezept ist einerlei. Geht drum, was Bestes zu versuchen. Es geht um die ganze Bäckerei. Ei, 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 ei. Die ganze Bäckerei. Doch was auch immer die Maschine mit Dreck und Lärm so produziert, wäre egal, wenn dann das Endprodukt am Ende keinen interessiert. Doch so kommt das kleine Menschlein, das am Stand mit ernster Miene, zurück ins Spiel mit neuem Auftrag, als Konsument, als Kaufmaschine. Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, auch wer ihn backt, ist einerlei. Geht drum, was Bestes zu versuchen. Es geht um die ganze Bäckerei. Die Maschine in China oder Taiwan steht, ob sie Klamotten oder Droschken produziert. Solange das Menschlein nicht einmal über den Rand des Tellers sieht, werden die Droschkenproduzenten hier nur weiter hofiert. Und so stellt sich mir zum Schluss die Frage nach dem Sinn des Ganzen. Und ob es sinnvoll und vernünftig ist, auf dieser Hochzeit noch zu tanzen, anstatt den Bauplan zu besorgen und zwei, drei Rädchen zu blockieren. Ich glaub, das arme kleine Menschlein hätte recht wenig zu verlieren. Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, und doch wir brauchen dich dabei. Geht drum, was Bestes zu versuchen. Es geht um die ganze Bäckerei.